Ein fantastisches Kaktussteak esse ich auf euer Wohl, meine lieben Leute, denn ihr habt mal wieder eine Wohltat begangen. Ihr habt eingeschaltet hier und jetzt bei Folge 63 von keinem gewisseren Spiel als eurem allzeitgeliebten Dragon Quest Builders 2 Hakai Shinshiro to Karaponoshima. Weiter geht's im Spielgeschehen. Wir sind immer noch hier auf Okamuru, der Bergbau-Mineninsel, in Wüstensand gehüllt. Hat auch hier die Sekte ihre bösen Pläne durchgesetzt und die Menschen davon abgehalten, dass sie hier bauen können. Das ist ganz schlimm und traurig und fies, aber wir wollen natürlich alles dran setzen, dass die Träume der Menschen Erfüllung finden und die hier wieder den Goldschwarz und somit Prosperität in die Lande bringen können. Und dazu wollen wir natürlich mit den Leuten hier reden und deren Missionen erfüllen. Aber vorher möchte ich nochmal ein paar Herzchen einsammeln. Denn der gute Arman, der Barkeeper, will ja, dass wir die Glocke wieder läuten lassen. Aber dafür brauchen wir noch 20 Herzchen. Und die holen wir hoffentlich, indem wir jetzt für Pedro eine Aufgabe machen. Und deshalb spreche ich mit ihr und die sagt, Kurando! Anscheinend geht der Bau der Bar sowie die Wiederherstellung der Mine voran. Ich möchte die Bar noch viel cooler machen, ja? Und möchte deshalb ein Schildermenü herstellen. Also eine Karte, ne? Kurando. Und da bräuchte ich deine Hilfe vielleicht. Ja, klar. Vielen Dank. Also dann, zunächst müssen wir ein Zimmer bauen, wo Essen hergestellt werden kann. Da machst du am besten ein Lagerfeuer, und zwar gleich zwei rein. Und noch eine Lagerkiste. Und ja, ein paar Pilze packst du da rein. Und dann wird es eine Pilzküche. Ja, genau. Zerstörte Pilze kannst du natürlich nicht in dem Zimmer platzieren. Ist doch klar, ich weiß. Aber du kannst sie mit dem Handschuh aufsammeln. Dann wachsen die da weiter. Wäre das nicht schön? Pilzküche klingt aber echt widerlich. Bau mal eine Pilzküche. Wo wollen wir eine Pilzküche bauen? Hier auf der Toilette. Toilette in Pilzküche. Pilzküche nebenan. Pilzküche hier, Pilzküche da. Wo wollen wir denn hier Pilzküchen überall hinbauen? Hier haben wir zumindest... Das ist doch alles... Moment mal. Die öffentliche Toilette, das ist doch eine Toilette, ne? Ich kann da mal reingreifen. Ach, da haben schon drei Leute reingeschissen. Ich nehme mal an, das war Carlo. Wo ist denn Carlo? Ich will erstmal hier einen DNA-Test mit ihm machen. Gucken, ob er das war. Da ist er. Guckt euch den mal an. Kackwurst sieht fast genauso aus wie sein Kopf. Deshalb, das war Carlo eindeutig. Und wir müssen jetzt eine Pilzküche machen und ich baue die erstmal hier hin, oder? Wir haben doch gar keinen Plan für eine Pilzküche. Müssen wir das einfach freie Schnauze machen? Pilzküche irgendwo? Rezept? Pilzküche? Die Tussi weiß auch nicht, was sie will, ne? Ich mache erstmal den Stein weg. Und ich würde die Pilzküche ja am liebsten mit der Bar verknüpfen. Das ergibt einfach mehr Sinn, ne? Wenn dann einfach neben der Bar die Pilzküche steht. Hier haben wir noch eine Schlafunterkunft. Da wird dann wahrscheinlich das Bett mit rang gemacht. Das wird dann zugekleistert. Dafür brauchen wir auch diese Steine. Was sind denn das für Steine? Ach so. Wüstenstadtwände. Haben wir die schon? Können wir die schon herstellen? Können wir da schon irgendwie was machen mit? Da. Aus Sand und Stein. Das ist geil. Das können wir. Komm, ein paar mehr. So. Da bauen wir mal ein paar. Zack. Und ein paar Lagerfeuer waren auch noch cool. Zwei Stück hiervon. Eine Kiste brauchen wir auch. Und dann natürlich noch Pilze und Co. Und Türen haben wir hier tatsächlich nur. Die hier. Muss also auch eine Schwingtür zu dienen, weil irgendwie kann ich hier noch... Ich habe ja auch noch nicht meine alte Werkbank wieder zurückgefunden. Aber das kriegen wir sicherlich auch noch im Laufe der Zeit bewerkstelligt. So. Hier wollen wir jetzt eine Wüstenküche hinmachen, bzw. eine Pilzküche. Da kommt... Monsterangriff! Der erste hier. Und es kommen Maulwürfe. Die Maulwurfbrigade greift an. Und wir wollen hier Kleinholz machen. Das sind die Killer Mogura. Mogura heißt Maulwurf auf Japanisch. Und die machen wir mal hier fertig. Guck mal. Die haben es auf Gordon abgesehen, glaube ich, ne? Aber da langen selbst die muskelbepackten Männer hierzu. Sehr gut. So, diesen sandigen Wasserfall wollen wir mal wegschaffen. Und das ist doch schon mal ein schöner Ort für eine pilzerne Küche. Können wir dann eigentlich Steinboden schon herstellen? Nee, ne? Hier vielleicht irgendwie Stein zusammen... Pappen geht nicht, ne? Hier. Nee.
können wir tatsächlich nicht machen. Aber wir können das vielleicht auch aus Wüstensand Blöcken sonst noch machen. Hm. Wir versuchen es einfach mal. Die bauen wir direkt hier dran nebenan, ne? Die Pilzküche? Ja. Wird vielleicht ein bisschen größer werden. Aber wir brauchen auch wirklich relativ viel, um die ganzen Mägen hier zu füllen. Sieht das aus? Sieht irgendwie nicht so geil aus, ne? Ich weiß nicht, es haut mich nicht um. Doch, da unten entsteht, wenn man das schichtet, irgendwie... Ach so, okay, ich verstehe es. Das heißt, da muss doch der Rand auf Sand stehen, damit die schöne Struktur zu erkennen ist. Ich verstehe. Das heißt, wir bauen dann den Rahmen doch auf Sand. Dann sieht das nämlich so einigermaßen ordentlich aus. Das können wir uns merken. Dann machen wir das nämlich hier auch. Und wir gehen bis hier hinten hin. Da hat man hier nämlich vielleicht noch so eine Hintergasse, wo man den Müll dann abladen kann. Wie, keine Ahnung. Oder wenn dann irgendjemand von den Neuankömmlingen aufmuckt, dann wird er hier halt in eine Gasse gesperrt. Dann wird die Pilzküche halt hier mit implementiert in den Hang. Finde ich eigentlich besser, als wenn man da... Guck mal, kann ich gar nicht abbauen hier. Scheiße, was ist denn das? Was ist das für ein komischer Stein? Den müssen wir irgendwie anders mit implementieren. Es wird auf jeden Fall eine Großküche, man sieht es. Die Tür würde ich dann hier vielleicht platzieren, ja. Das ist auch irgendwie... Diese Blöcke waren auch mal ein Hinweis, dass hier ein Haus stand, glaube ich, ne? Wir können ja hier auch noch eine Mauer hinmachen. Wird sich finden. Macht man das vielleicht so? Ich glaube, ja, das macht man so. Warte mal, wartet mal. Es wird schick sein, ich verspreche euch das. Also gut, hier wollen wir dann einen anderen Boden noch reinmachen. Solange wir keinen normalen Stein haben. Kriegen wir das nicht auch da zu dem? Nee, ne? Nee. Geht leider nicht. Jedenfalls, solange wir keinen normalen Stein haben, müssen wir hier was anderes mit einarbeiten. Der sieht nicht so geil aus, der Boden. Ich hätte echt lieber Steinsboden. Haben wir aber nicht. Und solange was, das geht nicht. Müssen wir hier mitmachen. Vielleicht, wenn das nächste Mal die Glocke erklingt. Bis dahin müssen wir leider uns hier mit anfreunden. Alles so ein bisschen blass aus. Naja, besser als Sandboden. Das kommt alles nochmal weg. Und dann setzen wir das hier nochmal fort. Haben wir denn erstmal nur die Tür, ne? Ja, dann machen wir das damit. Überleg grad. Ja, es geht schon. Nee, das sieht auch nicht aus. Ich mach das anders. Ich mach da was anderes hin. Nee, da muss... Ah, stimmt ja. Muss ja Sand stehen. Ist ein bisschen schwerfällig gerade.
Genau, so hätte ich es auch. Und jetzt klingelt es hier schon wieder. Meine Fresse. Milch sagt, oh, es ist wieder Abend. Und jetzt kommt wieder zum großallabendlichen Tagesbericht. Jawohl, jawohl. Auch heute wurde wieder viel geschürft und viele Erze gesammelt. Und wir beginnen doch gleich mit der Verkündung hier. Und jawohl, heute hat Kodando wieder ganz viel. Für ihn wurde viel geschürft. Und ja, dein Teil, Kodando, beträgt 10 Kupfer und 15 Kohle. Und für Gordon, für dich haben wir 126 gesammelt. Er freut sich natürlich massiv. Und ja, 608 fehlen und dann wird er zum Copperman. Und das war's mit dem heutigen Bericht. Und ich wünsche euch allen noch einen erholsamen Nachtschlaf und einen guten Start in den nächsten Tag. So. Ach, guck mal. Und wenn man jetzt auf diese Schicht geht, dann entsteht da oben auch gleich ein ganz anderer Rahmen. Das heißt, wir haben hier... Das ist auch wiederum cool, ne? Dass man so dann verschiedene Schichtformen bilden kann, je nachdem, wie hoch man geht. Das macht natürlich die Optik der Häuser gleich sehr viel ansprechender. So. Ich brauche aber eigentlich hier an der Stelle gar nicht weitergehen, ne? Das bleibt so. Müssen wir vielleicht mal ein bisschen komischer gucken hier, wie wir das da noch ein bisschen touchieren. Ich weiß noch nicht wie, aber wird sich finden. Das bleibt erstmal so, glaube ich. Vielleicht mache ich doch hier noch so einen Rahmen. Ne, das sieht nicht aus. So, aber. Das geht. Und ich dachte, dass man hier vielleicht dann so Lampen reinmacht. Aber da will ich wieder eher Standfackeln platzieren. Kann man die denn immerhin schon bauen? Ich frag mich gerade nur. Ja. Aber, ach, die Laternen doch cool. Die sind doch schick. So, dann kommt man hier rein. Dann können wir erstmal, bevor wir nicht die ursprüngliche Tür haben, können wir auch mal die hier erstmal nehmen. Zack. Ein leerer Raum. Da werden wir jetzt an die Wand nochmal eine Fackel setzen. Und jetzt die, sagen wir mal, die Herde. Ein Herd bauen. Und das können wir am besten machen, indem wir Feuer platzieren. Am liebsten auch Stein mehr, ne? Wir machen es erstmal so, wie üblich. Wir platzieren die so, ne? Hier. Die Kiste kommt erstmal hier hin. Simple Küche. Und die wollen wir natürlich jetzt zur Pilzküche machen. Und dafür sollen wir mit dem Handschuh Pilze sammeln gehen. Warum auch immer das auf diese Art und Weise passieren soll. Ich gehe jetzt einfach mal zu Fuß runter. Wir können auch mit der Lore fahren, aber in der Lore können wir die Pilze schwer transportieren, ne? Ich hoffe, wir brauchen nicht allzu viele Pilze. Mal hier unten. Aber das werden wir sehen. Wir haben ja auch einen Großteil der Pilze schon abgebaut. Das ist natürlich auch sehr intelligent und weise gewesen. Finden wir hier überhaupt noch was? Da hinten sehe ich doch schon einen. Und nicht nur das, ich sehe auch ein paar Gegner, die sicherlich ganz gerne sterben wollen. Jawohl. Mach sie alle, Shido. Halt! Ach, ich wollte die noch aufsammeln. Scheiße. Das war nur ein Vorwand, um noch tiefer reingehen zu können. Ja. Ihr habt es erfasst. So. Nein, nicht das. Den. So, der schwebt immer verdächtig weit über unserem Kopf. Aber ist doch egal. Hauptsache, wir kriegen ihn hier raus eskortiert. Oha, ist aber ziemlich düster hier. Muss man schon sagen. Und seit der Konfrontation mit dem Geist in der letzten Folge fühle ich mich nicht so sehr gut dabei, hier unten länger auszuharren. Deshalb, wir gehen erstmal wieder hoch. Und dann auf zu unserer Pilzküche und werden. Was ist da oben los? Warum steht der denn da auf dem Berg? Hat der irgendwas erspäht? Ne, er kommt. Der hat sich so sehr über die Küche gefreut, dass er da einen Freudensprung bis nach da oben gemacht hat. So, Pilzküche. So. Pilzküche. Fantastisch, geht der Richter relativ leicht und schnell. Und wir brauchen noch 4 Herzen, dann haben wir's. Da haben wir auch Arman, also die Aufgabe von dem Vater von Perro, erledigt. Kriegen wir die noch? Ja. Okay, aber erstmal wollen wir die Mission von Perro abgeben.
Und dann sagen wir mal, hallo Pedro, was ist los? Curando, du hast eine Pilzküche hergestellt. Und ja, es ist so wirklich so wunderschön, dass in dem Zimmer, Myzelen sind das, ne? So diese Pilzfäden, ja, also dass in dem Zimmer, ich sag jetzt einfach, ist das Myzel? Kann man das so sagen? Ich meine schon. Jedenfalls, ja, Pilzfäden, Myzelfäden oder sowas, ne? Dass die hier drinnen sind. Super, da kann man geiles Essen kochen. Solange wir das Zimmer haben, können wir weitere Pilze kultivieren und daraus Essen schaffen. Ach so, die wachsen in der Küche. Und da kann ich doch direkt das Menü, also die Speisekarte für die Bar mir überlegen. Hm? Ach so. Ah, du meinst, es wäre relativ leicht, sich darüber Gedanken zu machen, sich eine Speisekarte auszudenken? Nein, das stimmt doch gar nicht. Ist doch gar nicht so leicht. Denn wir brauchen ein leckeres Essen, was auch alle gesund und munter macht und stark für die Arbeit. Ein bisschen noch nachdenken, ja? Und darüber hinaus, ich weiß schon, dass es durch deine Freundlichkeit, ja, habe ich schon sehr viel Einfluss erreicht, ne? Weil du ja alles für mich hergestellt hast bisher. Und ja, egal wie dem auch sei, von heute wird in diesem Zimmer ganz viel Essen gekocht. Und du hilfst uns bitte bei dem Erfinden neuer Gerichte. So. Und dann wollen wir nochmal zur Glocke treten. Und sie erschellen lassen. Und dann kommen sie alle zu uns gerannt. Level 2 ist erreicht. Und da freuen sie sich natürlich. Und nicht nur die, denn es kommen noch ganz viele neue Kumpel. Und, oh, ein türkisfarbener junger Mann auch noch. Neue Kameraden sind gekommen. Und das Wichtigste ist, wir überlegen nochmal. Da fällt uns doch gleich was ein. Und das wäre was, fragen wir uns? Neue Rezepte. Und jetzt haben wir auch die Blöcke, die wir noch gleich für den Fortbau brauchen. Und viele andere Dinge, die uns schon einen schönen Eindruck von dem ergeben lassen oder sehen lassen, was wir hier noch alles bauen können. Wir haben einen Eisenwandblock hier und eine Wand mit Silberfliesen. Dann eine Holztür natürlich. Ein verbindendes Glasfenster. Ein Holzbett. Ein Countertisch. So ein kleines Tischchen hier. Ein Barcounter. Ein, ich dachte, ist hier Paravent, Trennwand. Dann ein silbernen Wasserausgießer. Pokerkarten. Natürlich. Dann bitte Hanteln. Einen Blumentopf. Einen Spitzhacken-Schmuck. Und natürlich ein Tavernenschild sowie Dartboard noch dazu. Armand sagt, oh, ha, 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 fantastisch, du hast die Bilderglocke erklingen lassen und jetzt deine Bilderkraft auch nochmal erhöht. Das ist ja fantastisch. Oh, was will man mehr? Jawohl, jawohl, sagt Mils. Es scheinen auch neue Kameraden gekommen zu sein. Also dann lasst uns noch viel mehr Erze aufsammeln. Und Carlo, der glatzköpfige Schmied, sagt, oh, Eisenwände und Silberfliesenwände. Meine Güte, das ist ja ganz schön hoch. Das ist ja total modern hier, solche Sachen hier, ne? Aber wir haben noch nicht mal, das kommt ein bisschen schnell, weil wir noch kein Eisen und kein Silber und sowas haben. Brauchen wir also noch auch. Uhuhu, sagt Pedro. Aber Pokerkarten und ein Dartboard, da kann man die Bar noch viel belebter machen. Und Armin sagt, also dann lass uns doch das Leben hier noch einfach florieren lassen und noch viel prächtiger gestalten. Und ja, noch mehr Sachen erschaffen, die du dir überlegt hast. Ach so, und Curando, die neu gekommenen Bewohner solltest du erstmal ansprechen. Guck mal, und jetzt können wir nochmal machen. Gucken, was als nächstes kommt. Weitere Kameraden kommen mit dem nächsten Levelanstieg dazu und wir können natürlich noch mehr tolle Sachen dann schaffen. So, jetzt sagen wir erstmal Hallo zu diesen 6 Neuankömmlingen. Und der spricht jetzt wie folgt, dieser Muskelmann, und sagt, oh, wir wurden hier von dem sonderbaren Glockengeräusch hergelockt. Was ist das hier? Was ist hier nur passiert? Wie bitte? Ihr repariert den Minenschacht und wollt Erze schürfen? Das kann doch nicht sein!
Wie kann man nur der Sekte so gegen, hier gegen die Spur feuern? Das können wir nicht zulassen. Ihr da? Sagt Pedro. Warum sagt ihr solche gemeinen Dinge? Hört auf, Kudondo zu mobben. Du bist... Wer bist du? Was... Wie kann so ein süßes, kleines Mädel hier in dieser, wirklich groben, schroffen, Bergbaustadt leben? Wir sind alle aus der Sekte ausgetreten und bauen eine Bar und es schöpfen dabei alles an Erzen aus der Mine, was geht. Wir sind alle zu Bildern geworden und wollt ihr uns nicht helfen? Nein, das kann nicht sein, das können wir nicht tun, das können wir nicht sein. Nein. Ganz ehrlich, wenn die schon wüssten, was wir hier alles tun, um unsere Muskeln aufzubauen, ja? Das ist ja schon Building genug. Bodybuilding. Aber wenn man das vielleicht als Geheimnis hinter der Hand macht, dann sollte das niemand merken, oder? Solange uns niemand verpetzt. Oh ja, da nicken sie. Jawohl, also dann, halt es aber geheim, ja? Wir werden ein bisschen beim Erzschürfen helfen. Also, auch wir sind von heute eure Kumpel Grobiane. Und mein Name ist Selgi. Schöner Name. Und ja, ich bin auch hierher gekommen, als ich den Klang der Glocke vernommen habe. Und ich bin ein wirklich inbrünstiger Gläubiger der Sekte. Der erinnert ein bisschen an Heath, ne? Auch von der Haarfarbe so ein bisschen in den blauen Schimmerturm rein. Aber wenn so ein hübsches Mädchen hier ist, dann kann ich mir vorstellen, hier auch zu leben. Ich habe mich entschieden, ja, auch ich werde jetzt hier bleiben und dieses wunderschöne Mädchen vor dem bösen Bilder, der du ja hier bist, beschützen. Also ich bleibe hier. Und wenn du irgendwas Schlechtes hier baust, dann werde ich sofort bei der Sekte berichten, das sage ich dir. Das habe ich vor, kannst du mir glauben. Und jetzt sind die Muskelmänner und Selgi unsere Kameraden geworden. Und das ist doch mal eine Bereicherung, oder? Das ist eine Bereicherung, die sieht man gerne. Und die nehmen wir auch sehr gerne auf. So. Und es gibt zwei weitere Bittsteller an uns und noch eine weitere Aufgabe, die abgeschlossen werden muss. Da müssen wir erstmal Arman aus dem Bett rütteln. Er sagt, oh ja, durch die Kraft der Glocke haben wir noch mehr Kameraden gekriegt und unsere Bilderkraft ist angestiegen. Jetzt können wir noch mehr Erze schürfen und die Menge steigt halt, ne? Aber was ist denn eigentlich mit Peru, frage ich mich. Warum ist sie so beliebt bei den Männern? Ich als ihr Vater, ja, mach mir da Sorgen drum. Denn ich, nachdem die Mutter gestorben ist, meine Ehefrau, habe ich sie alleine großgezogen als Mann, ja? Und, ja, sie ist, ganz ehrlich, die ist meine Tochter. Die will ich natürlich, die ist mir so wichtig, die könnte ich in den Shaker reinhauen und ich möchte ihr natürlich nicht wehtun. Aber die ist halt mein Schätzchen, ne? Dieses kleine süße Mädchen, dass die als Bunny in der Bar arbeiten möchte, das kann ich doch nicht zulassen. Also wenn es so weit kommen sollte, dann nehme ich hier den Posten weg und werde an ihrer Stelle Bunny. Das mache ich. Wäre das nicht gut? Aber Papa, sagt sie jetzt, ich will wie Mutter auch ein Bunny werden und die Hoffnung der Menschen auf meinem Rücken tragen. Jetzt erzähl Kudano nicht so einen Schluss. Oh, was hat sie da nur wieder verzettelt? Ja, jetzt hat sie mich gehört. Eigentlich wollte ich sie eher nicht ausreden. Ich wollte eigentlich selbst nur mal gucken, wie es ist, Bunny zu sein. Nun ja, wie dem auch sei. Als Vater versteht man das Kind am wenigsten. Und so ist das halt. Aber wir kriegen die Mission erfüllt. Das ist doch schon mal ganz schick und gut. Ach, und seht euch das an, wie viele Leute. Wir müssen dann wirklich mal irgendwann hier noch eine Übernachtungsmöglichkeit schaffen. Wir können ja zumindest schon mal... So, da war's jetzt los. Ach, die Geister kommen. Die Gespenster, um Gottes Willen. Wir können hier schon mal die Wand hochzerren. Was ist das? Komische Fenster, ne? Die können wir aber nicht bauen. Aber trotzdem können wir zumindest hier wirklich schon mal das ein wenig abdichten. Selgi, hau mal ab. Die machen mal so dicht, wie es geht. Und später können wir immer noch Fenster dazu fügen. Halt. So. Da fehlt auch noch einer.
Dann ist das schon mal ein sicheres kleines Zimmer, wo wir dann noch ein paar Betten reinhauen können. Oha. Kriegen wir den Geist vielleicht im wackeren Teamgeplänkel zu Fall? Ja, es sieht ganz danach aus. Ein Muskelmann ist aber auch fast gestorben schon hier. Wo ist er? Da. Oh, 241 Erfahrungspunkte. Ist doch schon mal eine gute Ausbeute. Nein, jetzt spricht Shido mit uns. Nein, 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 nein. Laber nicht. Ich will hier ganz kurz... Also lass mich... Ach so, er will einmal hier... Er will... Jetzt habe ich ihn einfach weggedrückt. Ganz, forsch. Aber er möchte noch einmal versuchen, hier was zu bauen. Also dann. So hast du das gemacht, ne? Er wollte nochmal mit der neuen Werkbank aussetzen. Hier anders als die, die wir auf der leeren Insel bzw. auf Monsoda genutzt haben. Und er guckt jetzt dann so. Moment. Da hat er ein bisschen rumgetrampelt. Und, dann hobelt er auch nochmal. Und, was? Das ist doch verdammte Scheiße hier. Warum kann ich nichts herstellen wie ihr? Warum nur ich als Einziger? Das ist doch unglaublich, dass ich keine Dinge herstellen kann. Genau wie die Stimme, die zu mir sprach. Aber was soll's. Ich überlasse das dir und den anderen lieber. Dann kümmere ich mich wieder ums Töten der Monster. So, sorry, dass ich dir da zu schnell den Text weggeklickt habe, lieber Shido. Ich wollte eigentlich nur noch ein paar Betten bauen. Ich kann ja, 4 Stück kann ich schaffen. Die hau ich dann nochmal rein, statt den Strohbetten, beziehungsweise jetzt erstmal als kleinen Ersatz. So, eins können wir hier noch machen. Geh mal weg. So, Lampen wären vielleicht auch ganz schön da drin, ne? Und das nächste Gruselgespenst ist schon da. Habe ich vielleicht nur eine Lampe hier irgendwo? Nee, ne? Ist ja auch egal. Können wir später machen. Jetzt wird es eh gleich langsam wieder Tag. Das war's an dieser Stelle auf jeden Fall mit dieser Folge gewesen. Und während die da hinten kämpfen, verabschiede ich mich bei euch, meine lieben Leute. Wobei, ich helfe denen gleich mal, sonst stirbt hier gleich noch einer von den Neuen. Da ist einer, ist schon fast tot. Na, guck, das ist auch eine fiese Sache, ne? Muss ich den mal ganz kurz verarzten. So, sorry. Leg dich mal da schlafen. Der muss ja immerhin am nächsten Tag wieder arbeiten. Aber ihr seht es schon, gleich verschwindet auch das Gespenst. Da. Komm, Shido. Knöpf ihn dir vor. Zu grell, sagt das Gruselviech und haut ab. Haltet es auf. Es darf nicht verschwinden. Jetzt aber. Bevor es flüchten kann. Und da ist es einfach urplötzlich verschwunden, hat sich aufgelöst. Na gut, was soll's, wir nehmen die Herzen noch, dafür klingeln wir mal im Glöckchen. Und dann verabschiede ich mich, danke fürs Zugucken, liebe Leute, bis zum nächsten Mal, könnt ihr mal kommentieren, liken und machen. Ich freue mich auf euch und jetzt kommt der nächste Monsterangriff, ich glaub's nicht. Okay, den müssen wir noch abwehren. Also, das war's doch noch nicht. Wir müssen erstmal noch hier gegen die Monster kämpfen, bevor die unsere Herberge, die wir gerade frisch aufgebaut haben, weggraben, das wollen wir nicht. So, dafür kriegen wir auch ganz viel Fell, was wir auch noch brauchen. Um dann wirklich zu sagen, das war's. Aber jetzt auch endgültig. Bis zum nächsten Mal, gabt euch wohl und auf Wiedersehen.